Hi zusammen. In diesem Video stelle ich euch die Lehrformen im Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Esslingen etwas genauer vor. Bevor wir auf die Lehrformen zu sprechen kommen, werfen wir einen kurzen Blick auf den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, kurz WNB, an sich. Er findet am Campus Göppingen der Hochschule Esslingen statt, hat eine Regelstudienzeit von 7 Semestern und umfasst aktuell ca. 465 Studierende. Neben Deutsch wird der Studiengang aufgrund seines starken internationalen Profils im 5. Semester vollständig in englischer Sprache unterrichtet und du hast die Möglichkeit, ein Auslandspraktikum zu absolvieren oder ein Studiensemester im Ausland zu verbringen. Ein besonderes Highlight ist der Doppelabschluss, den du an unseren Partnerhochschulen in Mexiko oder China erwerben kannst. Während deines Studiums eignest du dir ein fundiertes Wissen in den Bereichen Wirtschaft und Technik an. Darüber hinaus zieht sich das Thema Nachhaltigkeit durch alle Studieninhalte, sodass du für die Herausforderungen aktueller und zukünftiger Veränderungen in Wirtschaft und Umwelt bestens gerüstet bist. Nach dem Grundstudium hast du die Wahl zwischen 4 zukunftsorientierten Vertiefungsrichtungen: Sustainable Operations, Sustainable Smart Systems, Sustainable Business Transformation oder International Engineering Management. Die Hochschule Esslingen beteiligt sich regelmäßig an renommierten nationalen Rankings. Auch in diesem Semester gehört der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen im bundesweiten Ranking des Zentrums für Hochschulentwicklung mit 4 von 5 möglichen Sternen wieder zur bundesweiten Spitzengruppe. Lasst uns nun auf die verschiedenen Lehrformen eingehen. Die erste ist die klassische Präsenzlehre. Sie findet sowohl vor Ort in den Lehrräumen auf dem Campus Göppingen statt, als auch in digitaler Form über den Video- und Webkonferenzdienst WebEx. Beide Varianten sind ein fester Bestandteil des Stundenplans. In unserer Umfrage zu den Lehrformen unter den Studierenden des Studiengangs sehen diese die größten Vorteile der Lehre vor Ort darin, dass sie sich mit ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen austauschen können, dass sie durch die strukturierte Lernumgebung weniger Ablenkung haben und dass sie sich durch die festen Lehrzeiten regelmäßig mit dem Lernstoff auseinandersetzen. Ein großer Bestandteil der Präsenzlehre sind zudem die zahlreichen Laborveranstaltungen in den technischen Fächern. Hier hast du die Möglichkeit, gemeinsam im Team dein Wissen durch verschiedene Versuche, Tests und Aufgaben in die Praxis umzusetzen. Eine weitere Methode, die im Rahmen der klassischen Lehre gerne eingesetzt wird, ist die Durchführung von Planspielen. Sie helfen bei der Vermittlung komplexer Zusammenhänge und simulieren reale Systeme, in denen das Geschehen durch die Entscheidungen der Studierenden beeinflusst und bestimmt wird. Planspiele werden sowohl in der Präsenzlehre als auch in der digitalen Lehre eingesetzt. Sehr beliebt an der digitalen Lehre über WebEx ist die örtliche Flexibilität, die es ermöglicht, von jedem Ort aus an der Vorlesung teilzunehmen, solange man über eine stabile Internetverbindung verfügt. Außerdem werden durch den Wegfall von Anfahrtswegen Ressourcen wie Energie, Zeit und Geld gespart. Schauen wir uns als nächstes die Lehrform Inverted Classroom an. Hier eignen sich die Studierenden den Lernstoff anhand von bereitgestellten Lernmaterialien wie Lernvideos oder auch einer eigens programmierten Webseite selbst an und vertiefen das Gelernte durch Übungsaufgaben. In der Regel findet dann wöchentlich eine Fragestunde mit den Lehrenden statt, in der individuelle Unterstützung angeboten wird. Hier können Fragen gestellt und Unklarheiten geklärt werden. Die Studierenden schätzen dabei besonders, dass sie ihr Lerntempo selbst bestimmen und die Lernmaterialien so oft ansehen können, bis sie das Gefühl haben, den Lernstoff umfassend verstanden zu haben. Außerdem ist man zeitlich flexibel und kann sich jederzeit mit dem Lernstoff auseinandersetzen. Und wenn mal etwas dazwischen kommt, kann man zum Beispiel die Lernvideos jederzeit pausieren und einfach später an genau der gleichen Stelle weiterlernen. Die letzte Lehrform, die ich euch vorstellen möchte, ist die Einzel- und Gruppenarbeit. Auch hier setzen sich die Studierenden selbst oder in Gruppen nach der Präsenz- oder Online-Vorlesung mit dem vermittelten Lernstoff auseinander, der dann in regelmäßigen Abgaben oder Präsentationen überprüft und gegebenenfalls abgefragt wird. Dies stellt gleichzeitig die Prüfungsform dar und ersetzt somit eine Klausur am Ende des Semesters. Die Vorteile sind, dass sich der Prüfungsstress durch regelmäßige Abgaben bzw. Präsentationen gleichmäßiger verteilt, dass man mit seinen Kommilitonen im Team arbeiten kann und dass man durch die intensive Auseinandersetzung den Lernstoff besser versteht.
Die Hochschule Esslingen bietet noch viele weitere spannende Angebote. Vom eigenen Rennstall im Rahmen der Formula Student und der Flugtechnischen Arbeitsgemeinschaft der Hochschule Esslingen über ein Praxissemester bis hin zu ausgewählten Wahlmodulen wie der Entrepreneurship School, die kreatives und unternehmerisches Denken und Handeln vermittelt und sogar die Möglichkeit bietet, eigene Ideen in die Tat umzusetzen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich freuen, euch nächstes Semester hier am Campus begrüßen zu dürfen.